Neu Eden. Es hätte ganz anders sein sollen. Na los, Mac. Es ist da vorn. Doch wenn es irgendwer hinbekommt, Jewel, dann bist das sicher du. Okay, wir suchen eine Energiequelle. Nur so können wir unseren Crawler wieder online bringen. Hast du die Fährte, Mac? Dann folgen wir ihr. Yep, die Exohülle funktioniert. Die Schubdüsen laden sich wie vorgesehen auf. Da, eine Öffnung oben auf der Klippe. Da kommen wir rein. Plünderer Kernball. Hey, warum greifst du uns an? Kernbothüllen. Die Plündererbots haben sie offenbar ausgeschlachtet. Komm, Mac. Hier drüben. Hier drüben, Mac. Hast du die Fährte, Mac? Sehen wir nach, ob hier was ist. Vorsicht, Mac! Los geht's! Okay, dann mal auf nach ganz oben. Du gehst vor, Mac. Ich bin hinter dir. Die meisten Menschen auf der Erde haben auf den Bildern von Neu-Eden nur Felsen und Sand gesehen. Aber manche von uns ein neues Paradies. Wow, vorsichtig. Da geht's tief runter. Bei der Tür fehlt offenbar der Energiequellenbot. Der kleine muss auch irgendwo sein. Da bist du. Bringen wir dich in deine Fassung. Rein mit dir. Mac. Das gehört? Komm jetzt hier lang. Komm zurück! Mac! Ich komme, Mac! Sicherheitsgitter. Was ist denn hier nur los?
Dreck müsste hinter dieser Tür hier sein. Also. Mac. Ich helfe dir, Kumpel. Sei etwas vorsichtiger. Hier werden wir nicht viele freundliche Bots treffen. Windhöhlen! Wir haben ein ganzes Nest aufgeweckt. Mehr Spinnen. Alle. Hast du ihre Höhlen gesehen, Mac? Sie waren verrostet. Ja, ganz meine Meinung, aber wir müssen weiter. Noch ein fehlender Zellenbot. Was sie wohl alle aus den Fassungen verjagt hat. Nach, Kumpel. Hier drüben, Mac. Komm, Mac. Los, Mac, such. Keine Sorge, wir tun dir nichts. Da, jetzt besser? Ja, ich höre es auch. Die Energiequelle muss hier sein. Vorsicht! Augen! Kernbots sind viel intelligenter als Kernbytes, aber sie alle waren so gebaut, dass sie Menschen gegenüber loyal sind und sie beschützen. Diese Energiequelle sendet wirklich seltsame Signale aus. Vielleicht beeinflusst sie die anderen Bots. Mein Extraktor müsste an dieser Tür auch funktionieren. Das Teil hat Schilde. Vielleicht geht mein Energieschuss durch.
oben, sieh mal, die Energiequelle. Sie ist eine Art Kern. Wenn wir näher rankommen, kann ich ihn mit dem Extraktor schnappen. Zeit für die harte Tour. Wir brauchen diesen Kern. Auf geht's, Mac! Energiequelle haben wir verfolgt? Ich habe noch nie so einen Kern gesehen. Und du, Mac? Alle Farben sind vermischt. Oh, komm her, Junge. Lass mich das Bein mal sehen. Sieht nicht so schlimm aus. Aber hier kann ich das nicht reparieren. Schaffst du es zurück zum Crawler? Okay, okay. Gehen wir heim. Okay, Mac. Wir haben, was wir wollten. Gehen wir zurück zum Crawler. Der Kern war offenbar mit dem Sicherheitssystem verbunden. Der Crawler. Home sweet home. Tut mir leid wegen neulich. Ich habe mich lange auf deine Abreise vorbereitet. Aber
als dein Schiff die Erde verließ? Ich habe seit dem Tod deiner Mutter nicht mehr so geheult. Ich weiß, ich kann nicht direkt mit dir sprechen, weil du schon im Kryoschlaf bist. Und selbst wenn ich könnte, die Verzögerungen werden mit zunehmender Entfernung immer größer. Also dachte ich, ich könnte doch Nachrichten aufnehmen, die du nach dem Aufwachen ansehen kannst. Betrachte sie als halb offiziell, halb privat. Ja, dein alter Herr kann nicht ewig Trübsal blasen. Wir haben noch viel zu tun. Forschungsarbeit, damit Projekt Neu-Eden ein Erfolg wird. Ich werde mein Bestes tun, dich und die anderen Helden auf dem Schiff zu unterstützen. Dazu zählt auch Mac, der hoffentlich direkt neben dir steht. Bis zum nächsten Mal. Ich hab dich lieb. Mobile Wartungshabitat Modell 8. Doppelt verstärkter Rumpf und doppelt abgesicherte Systeme. Für die Ewigkeit gebaut. Konnte ja keiner ahnen, dass sie wirklich so lange halten müssen. Caesar! Because I'm healing the curse.
gehen wir rein und testen, ob der Kern die Energie wieder anstellt. Seltsam. Es hat anscheinend gar keine Energie verloren. Oh. Hey Kleine, falls du dies noch vor dem Schlafen hörst, träum schön. Falls nicht, wach endlich auf. Das waren 200 Jahre. Hör zu, ich wollte nur sagen, dass ich hier noch ein bisschen was zu tun habe. Aber ich bekomme einen Platz auf der nächsten Evakuierungsflotte. Und treffe dich auf Neu-Eden. So wie versprochen. Keine Sorge, Jewel. Alles verläuft genau nach Plan. Ich weiß, Mac. Nichts läuft gerade so wie geplant. Also, schau mal. Der Pylon im nächsten Sektor ist offline. Mit der neuen Energie können wir das Tor öffnen, hingehen und nachsehen. Aber dem Bericht nach ist der Pylon offline seit 96 Jahren? Warum sind wir nicht aufgewacht, als das Problem auftrat? Wir sind das nächste Wartungsteam, oder? Was ist passiert, Dad? Wo bist du? Und wo sind alle anderen? Komm schon, Mac. Ich flick dich zusammen. Und dann kümmern wir uns um den Pylon. Komm rüber zur Werkbank, Mac. Okay, Mac. Hilfst du mir, den Terraforming-Pylon zu reparieren? Jewel, tut mir leid wegen neulich. Ich habe mich lange auf deine Abreise vorbereitet. Aber als dein Schiff die Erde verließ, ich habe seit dem Tod deiner Mutter nicht mehr so geheult. Ich weiß, ich kann nicht direkt mit dir sprechen, weil du schon im Kryoschlaf bist.
Ha ha ha!